Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier habe ich den Akkustaubsauger Dreamy T20 und den Dreamy T30. Die beiden vergleichen wir heute miteinander und ich würde sagen, wir fangen sofort an. Wie immer geht zuerst mein Dank raus an Dreamy, die haben mir nämlich beide Geräte für das Video zur Verfügung gestellt. Den T20 habe ich schon vor einer ganzen Weile auf dem Kanal vorgestellt, den T30 erst kürzlich. Wenn ihr euch so richtig detailliert für beide Geräte interessiert, schaut euch bitte die Einzeltests an. Die Links packe ich in die Videobeschreibung. Hier in diesem Video geht es jetzt nicht so sehr ins Detail, sondern ich möchte euch die Unterschiede zeigen. Und wir wollen insgesamt dann natürlich darüber sprechen, was ist hier neu, was hat sich verändert, lohnt sich der Umstieg von dem T20 auf den T30? Oder wenn ihr noch gar keinen von beiden habt, welchen sollt ihr euch eher kaufen? Das heißt, wir schauen uns gleich die Unterschiede zusammen an. Was hat sich hier einfach über die Zeit getan? Wie ist das mit der Reinigungsleistung? Über all das sprechen wir. Zum Schluss gibt es nochmal ein kurzes Fazit und jetzt fangen wir direkt mit den Unterschieden an. So, dann fangen wir hier mal mit den Unterschieden an. Technisch hat sich nicht ganz so viel verändert. In Pascal ist die Saugleistung jetzt 2000 Pascal höher. Das heißt, wir hatten hier oder haben hier 25.000 Pascal beim Dreamy T20 und 27.000 sind es jetzt beim Dreamy T30. Optisch hat sich natürlich auch was getan, denn ihr seht, hier gibt es noch ein rotes Saugrohr und hier hat es jetzt halt hier diese Carbon-Optik. Ansonsten, die Geräte selber sehen sich tatsächlich schon sehr ähnlich. Also die Hauptteile, wenn ich jetzt einfach mal hier ein bisschen Platz mache, damit ich euch das besser zeigen kann. So, denn man sieht halt schon, dass sich die Geräte einfach sehr stark ähneln von allen Seiten. Auf der Rückseite haben sie halt auch beide jeweils ein Display. Bei dem Display gibt es jetzt eine Änderung, denn dieses Display zeigt zum einen an, welche Stufe ihr gerade saugt, wie lange ihr noch saugen könnt. Und jetzt beim Dreamy T30 kriegt ihr auch in dem Automodus, wenn ihr in dem Automodus, wo die Saugstufe selbstständig eingestellt wird, saugt, wird euch da eben angezeigt in so einem Diagramm, wie sich der Verlauf der Saugleistung da eben verhält. Ich zeige euch das jetzt halt hier mal. Es gibt auch beim T30 jetzt noch so einen Rand außenrum, der halt hier beleuchtet ist. Beide Geräte haben aber die Möglichkeit, den Saugmodus festzustellen. Das heißt, so seht ihr, hört er auf, kann man hier aber arretieren. Saugt durchgehend, das kann auch der T20, also da gibt es keine Unterschiede. Display ist halt hier der Unterschied, dass es hier diese Zusatzfunktion gibt. Akku haben sie beide einen Wechselakku, die Akkus sind aber nicht miteinander kompatibel. Denn, wenn ich den jetzt hier rausnehme, warum auch immer, gerade etwas schwierig geht, achso, alles klar. So, dann sieht man, dass die Akkus seitlich sich tatsächlich unterscheiden und die sind auch nicht kompatibel. Man sieht das halt hier schon, die Aufnahme ist hier sehr schmal und hier breit. Die Akkus passen also nicht zueinander. Und jetzt müssen wir gerade mal überlegen, was war hier was. Das ist der T20. Das ist die Basisstation, die Ladestation vom T30. Und da sieht man auch, das passt nicht. Also hier ist nicht alles gleich geblieben in der Bauform. Auch wenn sie sich so auf den ersten Blick sehr ähnlich sehen. Kommen wir mal zum Zubehör. Hier hat sich ein bisschen was getan. Es gibt fast die gleichen Sachen, also Milbenbürste und so weiter. Ich sage ja, schaut euch die Einzelvideos an, wenn euch alles im Detail interessiert. Neu ist aber eben, das ist vom T20 die Fugendüse, eine ganz normale. Beim T30 gibt es jetzt diese und die ist beleuchtet, so wie man das von den neuen Dyson-Akkusaugern kennt. Das heißt, so könnt ihr eben in Ecken etwas besser reinigen, weil ihr dann besser sehen könnt. Diese passt aber auch auf den T20. So, ebenfalls neu ist dieses kleine Knickgelenk hier. Das gab es beim T20 auch nicht. Beim T30 gibt es das jetzt. Damit kann man dann so ein bisschen besser unter einer Couch reinigen, ohne sich zu bücken. Ist gar nicht so verkehrt. Okay, so, was sind noch weiter Unterschiede? Eigentlich hat sich ansonsten gar nicht viel getan. Technischen Daten habe ich gerade gesagt, was sich beim Zubehör geändert hat, habe ich euch auch gesagt. Und als nächstes, denke ich mal, kommen wir zu dem Part, der natürlich besonders wichtig ist, Reinigungsleistung, Handhabung und auch den Filtertest. Und darüber sprechen wir jetzt als nächstes. So, dann sprechen wir mal über die Reinigungsleistung und generell fange ich jetzt hier in dem Fall erstmal mit der Handhabung an. Tatsächlich merke ich da persönlich keine großen Unterschiede. Beide Geräte sind in der Handhabung einfach beide gleich, fühlen sich gleich gut an. Ich habe es beim T30 schon gesagt, also die Handhabung gefällt mir hier besonders gut, gerade die automatische Saugstärken
Einstellung. Klappt richtig super, hat aber beim T30 auch, beim T20 auch schon geklappt. Also Handhabung im Alltag ist wirklich cool. Reinigungsleistung, da hat sich was getan, allerdings nicht unbedingt mit der neuen Variante zum Positiven. Ich lese das einfach mal wieder stumpf vor. Auf dem Hartboden hat der T20 99,29 Gramm aufgenommen und 99,43 Gramm der T30. Da sieht man, Werte über 99 Gramm sind heutzutage einfach was, was gute Reinigungsgeräte, gute Akkusauger machen. Das machen auch beide Geräte hier wirklich top. Da habe ich absolut nichts auszusetzen. Dann kommen wir aber zum Teppich. Teppich ist ja wirklich sehr schwer, weil er bei mir sehr hochflorig ist. Es ist absichtlich so gewählt, weil ich am Anfang mit einem niedrigflorigen Teppich angefangen habe. Und da waren einfach alle Sauger, egal wie gut und wie schlecht sie waren, waren alle gut. Und da brauche ich dann den Vergleich auch nicht machen, wenn ich einfach sage, jedes Gerät ist gut. Auf dem Teppich sieht man ganz stark die Unterschiede. Und hier haben wir 60,25 Gramm beim T20 und 47,14 Gramm beim T30. Also in dem Fall tatsächlich, warum auch immer, eine Verschlechterung. Ich habe es in dem Fall tatsächlich so gemacht, weil mich das am Anfang tatsächlich ein bisschen irritiert hat, weil ich habe ja hier die Werte in meinem Akkusaugerfinder. Akkusaugerfinder findet ihr in der Videobeschreibung, da könnt ihr alle möglichen Geräte miteinander vergleichen, könnt euch da auch die Saugleistung anschauen, Zubehör und so weiter und so fort. Dementsprechend wusste ich ja, alles was so der Durchschnitt ist, wo ich sage, das sind gute Sauger, die nehmen so um die 60 Gramm auf. Das hat der T20 geschafft, der T30 dann auf einmal nicht mehr, obwohl er eigentlich gleich gebaut ist und eine größere Reinigungsleistung hat, eine Saugkraft. Und dann habe ich den Test nochmal gemacht und da hat er ungefähr den gleichen Wert aufgenommen. Ich weiß nicht warum, ich weiß aber, dass die Zahlen für sich stehen. Das heißt, auf dem Teppich ist er hier ein bisschen schlechter geworden. Warum auch immer, woran das liegen mag. Dann habe ich natürlich auch den Filtertest gemacht. Den mache ich ja mittlerweile und beim Filtertest ist es so, dass ich ja da jetzt immer mit hinzufügen muss, dass meine Nebelmaschine Partikel ausstößt mit einer Größe von 0,7 Mikrometer ungefähr und dass Filter, die so etwas wegfiltern müssen, mindestens ein Schwebstofffilter sein müssen, also so um HEPA 13, HEPA 14, E12 geht halt also auch noch, weil das auch noch ein Schwebstofffilter. Und wenn da eben nicht so einer verbaut ist, dann wird es da schon eben schwierig. Bei beiden Geräten kommt hier an der Seite von dem Nebel was wieder raus. Nicht so doll wie bei manchen anderen Geräten, die ich schon getestet habe, aber es kommt halt wieder was raus. Es gibt auch Geräte, da geht das, da kommt da gar nichts mehr raus. Zum Beispiel gerade erst getestet Dyson V15, der V11, da war es genauso super. Es gibt aber auch günstigere Geräte, den Redkey F10, den Ultenic U10. Also das waren alles Geräte, wo in diesem Filtertest einfach nichts mehr rauskam. Wichtig für euch ist aber zu wissen, dass zum Beispiel Partikel wie Pollen oder zum Beispiel auch Sporen größer als 1 Mikrometer sind, zwischen 1 und 10 Mikrometer. Und das schaffen auch diese Geräte. Also es ist nicht so, dass die gar nicht filtern, aber für meinen Test in dem Fall langt es nicht. Ich mache den Test aber, um zu zeigen, wo da einfach die Unterschiede liegen, weil es Geräte gibt, die das schaffen und wie hier welche, die das halt einfach etwas weniger schaffen. Ansonsten Flexibilität, Handhabung im Alltag gefällt mir bei beiden gut. Da sind sie beide gleich gut, um und bei mir unter der Couch zu reinigen. Hier gibt es ja jetzt eben nochmal dieses Zusatzgelenk. Das ist da noch ganz cool, braucht ihr euch nicht bücken. Können zur Seite noch ein bisschen flexibler sein. Gibt es Geräte, die kann man so ganz drehen und noch drunter schieben. Das geht hier nicht. Ja, aber insgesamt so viel zur Reinigungsleistung und zur Handhabung. Und dann sprechen wir jetzt auch nochmal in einem kurzen Fazit über das, was wir eben gesehen haben. Ja, der Dreamy T30 ist eine Weiterentwicklung vom T20, der etwas cooleres Zubehör mit dabei hat, mit der beleuchteten Fugendüse, mit diesem zusätzlichen Knickgelenk. Das sind coole Verbesserungen, die dieses Gerät hat. Dass es hier hinten dieses Display jetzt gibt, das zusätzlich auch noch dieses Diagramm da anzeigt, ist beim Reinigen ganz cool, aber ist jetzt nichts, wo ich sage, dass das irgendwie megamäßig wichtig ist. In der Handhabung sind sie beide gleich, macht mit beiden gleich Spaß zu reinigen, sind also wirklich schön in der Handhabung, flexibel. Klar, es gibt andere Geräte, die flexibler sind. Dann kommen wir halt eben dazu, Reinigungsleistung habe ich euch eben erzählt. Wenn ihr wirklich nur Hartboden habt, dann machen beide einen gleich guten Job. Da gibt es einfach nichts, woran ich meckern kann. Beim Teppich, habe ich ja gesagt, ist warum auch immer der Dreamy T30 im Vergleich zum T20 etwas schlechter geworden. Das heißt, habt ihr Teppich, würde ich in dem Fall sagen, guckt nach einem anderen Gerät. Gerade hochfloriger Teppich, beim niedrigfloriger ist das wieder ein bisschen was anderes, aber beim hochfloriger Teppich, wenn ihr da viele von habt, dann schaut wahrscheinlich besser nach einem anderen Gerät. Da kommt auch der Akkusaugerfinder ins Spiel, den ihr bei uns auf dem Blog findet und den Link in der Videobeschreibung. Da könnt ihr alle Geräte, die wir bisher getestet haben, finden und noch viele andere Geräte, die wir da eingepflegt haben. Und da könnt ihr die miteinander vergleichen, könnt filtern, was ihr maximal ausgeben wollt, was für Zubehör dabei sein soll und so weiter und so fort, welche Features die haben sollen und könnt für euch das beste Gerät herausfiltern. Und da ist es dann halt eben so, hier zahlt ihr so für den T30 sie um die 400 Euro aktuell, manchmal ein bisschen weniger. Den T20 gibt es auch schon für unter 350 Euro.
gab es wahrscheinlich auch mal schon nah an den 200 Euro dran. Dementsprechend, wenn ihr noch keins dieser Geräte habt, würde ich persönlich tatsächlich zum T20 weiterhin greifen oder zu Alternativen, wenn ihr euch nach anderen Geräten noch weiterhin umschaut. Und wenn ihr den T20 schon habt, ob ihr dann, also würde ich persönlich jetzt nicht unbedingt zum T30 upgraden, einfach weil hier die Saugleistung schon gut genug ist und dieses zusätzliche Feature hier ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das muss man unbedingt haben. Zubehör, klar, wenn ihr unbedingt dieses Knickgelenk oder diese beleuchtete Fugendüse haben wollt, dann müsst ihr halt schon den T30 nehmen oder einfach gucken, ob es das in der Zukunft irgendwie noch einzeln nachzukaufen gibt. Bis jetzt habe ich das noch nicht gefunden. Ja, aber das ist einfach mein Fazit zum Vergleich zwischen dem Dreamy T20 und dem Dreamy T30. Wenn euch da noch Fragen offen geblieben sind, gerne in die Kommentare damit oder ihr kommt in unsere Facebook-Akkusaugergruppe, da könnt ihr euch auch mit bis zu 2000 Menschen mittlerweile unterhalten über dieses Thema. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, über ein Abo dieses Kanals und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.